Genau, also ich meine, ich mache das ja jetzt auch, ich habe ja mit vielen Menschen zu tun. Ich muss nicht dauernd über mein muslimisches Leben reden oder meine Vorstellung von Gott, sondern ich bin einfach ich und irgendwann merkt mein Gegenüber, wo vielleicht das muslimische Element ist oder so. Und das ist auch in Ordnung. Also ich habe auch durch einmal meinen Großvater natürlich, der hat nicht viel so über die Nazi-Zeit oder Kriegszeit so geredet. Das war, wollte er irgendwie nicht. Aber was er mir mitgegeben hat, war immer, du musst zu dem stehen, was du tust. Als damals Hitler an die Macht gekommen ist, hat seine Tante, bei der er hier wohnte in Berlin, sie hat ihm gleich so eine Karte mitgebracht von der Bekennenden Kirche. Also da gab es wie so eine Mitgliedskarte. Also sie hat das für ihn geregelt. Hat gesagt, so, da bist du jetzt Mitglied. Und also mich hat das als Kind immer beeindruckt auch, dass er das gemacht hat. Also wir mussten ja auch also vor das Gestapo manchmal abhauen oder bestimmte Sachen. Also hat er ja da auch mitgemacht. Und dann als nach dem Krieg hat die Kirche ihn sozusagen auf dieses Dorf versetzt. Hat gesagt, also hier ist jetzt deine Stelle. Und meine Großmutter wollte aber auch nicht aufs Dorf, wie meine Mutter eigentlich. Und er hat gesagt, also da, wo Gott mich hingesetzt hat, da bin ich. Und dann kam die Mauer und dann war auch nicht mehr irgendwo anders hingehen. Dann musste er ja sowieso da bleiben. Aber das hat mir eigentlich mitgegeben, für was du dich entschieden hast, dann musst du auch irgendwie mitmachen. Kannst nicht nach so einer Laune sagen, ach nee, heute ist es ganz besonders schwer, heute mache ich mal nicht. Und auch sich mit Menschen auseinandersetzen. Also es kam ja zu meinem Großvater Kommunisten, sage ich mal, aus dem Dorf. Aber wenn die eine Not hatten, sind sie auch zu ihm gekommen. Und dann auch zu den Menschen zu stehen, zu halten. Also das hat mir viel mitgegeben. Also so meine Großeltern beide, auch meine Großmutter, waren sehr prägend. Ja, dass man sich so eine Offenheit für Menschen bewahrt, dass man versucht, sich an die Regeln des öffentlichen Lebens zu halten irgendwie und ja, dass man einen guten Umgang hat einfach miteinander. Wie kam es denn, dass Sie in dieser Phase, wo Sie sich beruflich neu orientiert Ja. haben, auch religiös neu orientiert haben, wo Sie eigentlich, was ja. Das fiel so zusammen. Also ich war ja schon sehr sprunghaft sozusagen, auch mit meinen Berufswünschen, ja. Und es fallen immer Dinge zusammen. Ob die wirklich jetzt was miteinander zu tun haben, weiß ich gar nicht. Mein Großvater war dann zu der Zeit, bevor ich Muslimin geworden bin, schon sehr krank. Ich habe andererseits in einem Restaurant gearbeitet, da gab es ganz, also fast ausschließlich war die Belegschaft muslimisch. Kannte Muslime aus meiner Grundschulzeit, Oberschule und so, war aber jetzt kein großes Interessensgebiet so für mich. Und diese ganzen Aspekte kamen irgendwie dazu, dass ich mich gefragt habe, was passiert eigentlich nach dem Tod? Und habe dann in der Nähe von meiner Ausbildungsstelle beim Friseur in einem Buchladen ein Buch gefunden, das hat sich über den Tod im Islam beschäftigt. Okay, habe ich gedacht, gut, lies doch mal. Und dann kam Nachdenken und okay, das, ja, das finde ich irgendwie logisch, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Ach so, da ist jetzt eine Frage so beantwortet. Ich war nicht am Suchen nach etwas Neuem oder Richtigem oder so, sondern das hat sich ergeben. Also das, und dadurch, dass ich ja an sich habe ich Gott ja nicht in Zweifel gezogen, der war einfach da, so, ich habe gelebt. Und dann war für mich nur wichtig, also welche Art von Lebensweise kann ich nochmal annehmen? Und das war eher, was ich so im islamischen Kontext gefunden habe.